Es warten da schon zwei. Okay. Der schlafende Riese oder sowas. In den Lüften, wo war der? Der hier. Der dritte Koloss wartet auf uns. Er wird auch der Wikinger genannt. Okay. Warte nur auf mich, meine Liebe. Komm, hey, Pferd, das muss schneller gehen, verdammt. Halt mal an. Wir müssen gucken. Wir müssen erstmal gucken, wo lang wir müssen. Ruhig bleiben. So. Dort entlang auf jeden Fall. Okay. Dann reiten wir doch mal weiter. Durch diese trostlose Welt. Ein verbotenes Land. Wo es Gerüchte gibt oder es erzählt wird, dass es da jemanden gibt, etwas gibt, das Tote wieder erwecken kann. Aber es ist ja verboten. Wer war hier? Wer hat das Ganze hier gebaut? Wer weiß das? Die Kultur davor? Irgendwer muss es ja wissen. Und irgendwer muss dem ja erzählt haben, hey, ich kann Tote wieder erwecken. Aber erzählt das bitte nicht weiter. Und dann kommt nur diese Stimme und die sagt dann unserem Wanderer, du musst diese Kolosse töten, damit ich dir den Wunsch erfüllen kann oder damit es machbar ist. Damit es möglich ist. Es ist nur möglich, es ist nicht, dass es gemacht wird. Und hat es nie einer davor gemacht? Weil die Kolosse sind ja noch da. Wir sind dort entlang. Okay. Ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwo auch noch so einen Tempel mit einer Echse? Das ist einfach schon so ewig her, Leute. So, den Minotaurus und das Mammut haben wir jetzt erledigt. Jetzt kommt der Wikinger. Oh Gott. Hallo? Der Weg ist versperrt. Genau so sieht es nämlich aus. Oh, da war eine Echse. Ich hab dich genau gesehen. Wo bist du? Keine Ratte. Es tut mir voll leid, Mann. Aber ich brauche die Ausdauer, verdammt. Aber ich steige erstmal nochmal kurz vom Pferd. Von der Seite steige ich viel lieber auf. Mich würde auch interessieren, wer kennt es von euch? Wer hat das Original PlayStation 2 Spiel gespielt? Und wer von euch hat noch nie was davon gehört und sieht es zum ersten Mal? Es ist so geil, es ist, die Atmo ist auch noch so cool. Hier ist doch sicherlich noch so eine Frucht, oder? Boah, ich weiß es nicht mehr. Wenn es ja einer von euch weiß, ich kann natürlich auch mir die Komplettlösung anschauen, aber wenn es einer von euch weiß, wo ich so Früchte finde, weil ich weiß nicht alle,
Ihr kannst mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann reite ich da immer zurück, dann könnt ihr mir nur sagen, da beim Koloss Nummer 3 am Baum, dort ist eine Frucht zu finden. Oder wenn ihr mir die bei der Karte, man kann hier nämlich, wo war es? Ja, es gibt ja hier diese Einteilung A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ihr mir sagt, hier bei Position, wo sind wir? E2 gibt es einen Baum mit einer Frucht dran. Dann weiß ich das und kann da hingehen und sie mir holen. So geil. Ich habe mir damals mal so gewünscht, auch da zu sein, in so einer, dieser Welt. Oder einfach in dieser Gegend, weil es sieht einfach so cool aus. So, wir müssen da hoch. Gibt's dort hinten vielleicht noch etwas Cooles zum Entdecken? Komm, wir gehen einfach mal hin. Wir haben Zeit. Sonst ist die Folge wieder so schnell vorbei. Die erste Summe fährt jetzt. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Was passiert eigentlich, wenn ich zu den Gegenden gehe, wo die Kolosse sind? Also zu den späteren? War da eine Lücke? Irgendeine Gasse? Nee, sah nur voll so aus. Ich sag ja, Wendekreis wie ein Laster. Ich schau einfach mal, was es hier so gibt. Da ist eine Echse. Ich versuche, Echse auf deinen Schwanz zu schießen. Ich hab sie nicht richtig erwischt. Dankeschön. Hat, glaube ich, nicht viel gebracht, oder? Oder gar nichts. Egal. Das sieht auch schön aus, aber komm, wir gehen wieder zurück. Oder hier lang? Komm, hier lang. Hier sieht schön aus. Sieht verdammt schön aus. So eine geile Welt. Guck mal, da, als man da hochklettern könnte. Machen wir mal. Oder auch nicht. Nee, lass mal. Lass mal lieber. Komm, wir laufen zum Koloss zurück. So viel Zeit müssen wir es dann auch wieder nicht verschwenden, Leute. Ich wollte einfach mal gucken, was es hier so gibt. Ich glaube, ich bin hier noch nie lang geritten. Und hier lang. Durch den Pfad des Todes. Da war nochmal eine Echse, glaube ich. Aber egal. Los, Argo. Los. Reite. Geschwind wie der Wind. Wir wollen zum nächsten Koloss. Alles klar, danke. Von hier aus kann ich alleine weiter. Wir müssen nämlich schwimmen. Keine Wasser springen, das ist unglaublich. Gehen wir nochmal tauchen? Okay, also aber kann ich tief tauchen, das ist nur... Oh Gott, guck mal, wie dunkel das Wasser ist.
Hätte ich schon so, ich hätte schon so Panik, da durchzuschwimmen. So ist er verflucht langsam. Geht's auch ein bisschen schneller? Wie geil das einfach ist. So, mein lieber Koloss. Es kommen sicherlich auch so ein paar Kolosse, wo ich 2 Folgen brauche für. Was wir jetzt schon machen müssen, um zu ihm zu kommen. Nee, kann er sich nicht festhalten. Verdammt, andere Richtung. Oder kannst du hier hoch? Nein, hält sich auch nicht fest. Oh Gott. Geil. Mega runtergeflogen. Was ein Idiot, ey. Ja, genau wie geplant. Jetzt müssen wir den ganzen Weg dann nochmal hochgehen. Oh Mann. Es tut mir leid. Ich streng mich das nächste Mal gleich an. Ich hoffe, ihr findet das Spiel bis jetzt noch ganz gut. Das Projekt. Und seid damit dabei. Würde mich freuen. Junge, wie schwimmst du? Mein Gott. Pferd, was machst du da hinten? So, okay. Ich dachte eigentlich, das reicht, wenn man da jetzt zur Seite klettert und dann nach rüber springt. Das müsste doch reichen. Nee, guck, er geht da lang gar nicht. So. Ja, man muss springen, drücken und dann zur Seite. Alles klar. So. Da sieht man ihn schon. Oh Gott, ich dachte schon, das war's. Da ist er. Okay. So, bei dem ist es jetzt so das Problem. Der ist noch größer, Mann. Wir müssen auf sein Schwert drauf. Auf sein Steinschwert. Das Problem ist gerade noch, dass er da einen Ring hat. Dieser steinerne Ring in den Arm. Der verhindert es, dass ich da drauf klettern kann. Ich muss diesen Ring also erstmal zerstören, um auf ihn weiter klettern zu können. Und das machen wir, indem wir ihn dazu bringen, hier drauf zu schlagen. Daneben, du Idiot, du musst da drauf schlagen. Ja, ich bin hier. Er schlägt immer daneben. Locken wir mal kurz ein bisschen weiter hier hin, damit er ein bisschen weiter hinten steht.
Bin hier, Mann. Jawohl, genauso. Komm näher. Mit deinen Kullerbeinen. Dass du damit überhaupt stehen kannst. Boah, alles wackelt. Weil ich's kann. Dann brauche ich eine Schwachstelle. Und dann kommt es eine. What the fuck? Oh mein Gott. Jetzt ist der gute Kerl wütend. So, damit er mal wieder drauf. Damit ich draufklettern kann, muss er nochmal zuschlagen. Komm schon. Sein Kopf ist einer. Oh Gott. Was für eine Wucht. Was für eine Gewalt. Oh, oh Gott. Hat nicht geklappt. Oh. Verdammt. Ist runtergeflogen. Ja, komm ein bisschen näher mit dem Schwert. Dann kann ich nochmal hochklettern. So, komm, schlag zu. Hinterkopf, oder? Ah, wir haben's erwischt. Cool. So, jetzt hoch. Zack, 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 zack. Gut, wir bleiben einfach jetzt hier so am Rand. So. Okay. Hör auf. Wieso schlägst du mich mit der anderen Hand zu? Kurz hier ausruhen. Oh Gott, nicht runterfallen. Als ob man betrunken wäre. Ich muss auf seinen Bauch. Warte, wir machen es aber safe. Oh Gott, ich wollte gerade springen. Geronimo! Oh oh, nicht runterfallen. So, wir sind an seinem Bauch. Voll in den Bauchnabel. Komm schon. Ah, das muss so wehtun, Mann. Der Arme. Ja. So. Ah, das tut so weh, auch im Herzen, Mann. Einmal geht noch. War's, glaube ich. Ja. So, okay, wir müssen hoch. Ah, das war nicht gut. Fuck, wir müssen wieder zurück auf seinen Arm. Es geht. Oh, fuck. Cool bleiben. Oh, 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 oh. Nicht runterfallen. Yes! Hat geklappt. Sehr gut. Okay. Und weiter hoch, komm. Der Wikinger. Was für eine geile Aussicht. Guck mal. Die Sonne. Sie scheint. Unsere dunkle Tat. What the fuck are you doing here?
tut mir so leid, Mann. Immer in diesem Kopf von denen. Es tut mir so leid. Seine Augen sind ganz rot. Du wirst mich nicht los, Mann. Ich bin wie Herpes. Oh. Es ist vorbei. Nein, er hat's überlebt. Ein Schlag noch. Es tut mir leid. Diese bösen schwarzen Schlangen wollen mich fressen. Was ist hier los? Oh, man sieht nichts jetzt. Und den dritten Koloss besiegt. Was ist das? Man hat immer so leicht eine Frauenstimme in dieser Stelle. Sind es so seine Gedanken? Und er hört sie in seinen Gedanken? Ich weiß es nicht.